Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stardew Gaming. Und heute spielen wir wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Hausflipper. Und das, meine Lieben, ihr seht schon, wir haben einfach nur noch zwei ganze Aufgaben hier in diesem Gedöns drin. Ihr seht ja auch hier dieses Demo-DLC, also dass man auch irgendwie so eine DLC-Aufgaben machen konnte. War schon geil, ne? Haben wir auch natürlich alles erledigt. Und heute machen wir die letzten zwei Aufgaben und dann geht's hier rüber, nämlich in den Browser, wo wir tatsächlich dann die ganzen Häuser kaufen werden. Wir werden jedes einzelne Haus kaufen, schön einrichten, dann wieder verkaufen und das halt für jedes Haus, also diese ganzen Häuser hier. Das will ich auf jeden Fall versuchen. Mal sehen, wie das so funktioniert. Wir haben auch bis jetzt, glaube ich, genau mein Büro einfach nur verkauft. Und das hier ist natürlich mein Haus und das verkaufen wir auch nicht. Wir kaufen aber auf jeden Fall dasselbe nochmal. Aber wir, oder ja, ich tue jetzt hier erstmal noch nichts machen, sondern wir gehen in die Mail und wir lesen hier erstmal das. Es ist wieder Weihnachten. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Winterhaus lag mir schon immer am Herz. Eine tolle Aussicht und tolle Privatsphäre. Was braucht man sonst noch? Leider gefällt es mir seit dem Ereignis des letzten Weihnachtsfests nicht mehr. Ich wollte mein Herz wie ein Idiot verschenken und konnte die festliche Umgebung danach nicht mehr ertragen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich verließ das Haus, ohne etwas zu tun. Dieses Jahr habe ich aber jemanden besonders kennengelernt und wir möchten zusammen Weihnachten feiern. Ich habe leider nicht die Zeit, mir das Haus vorher anzugucken. Kannst du es also bitte für mich vorbereiten? Ich glaube, dass einige Reinigungen und ein paar neue Dekorationen reichen werden. Frohe Weihnachten, Mikey George. Ich hoffe, man wird den auch, spricht den auch aus. Geil, geil, geil. Also, wir haben ja jetzt eh bald Weihnachten. Also, wir haben ja heute den 17.12. Für euch ist es dann den 18.12., wenn das Video kommt. Und, glaube ich, nur noch 7 Tage. Also, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Genau, nur noch 7 Tage. Dann ist einfach schon Weihnachten. Also, boah. Und es ist auch fast schon wieder einfach 2024. Also ist auf jeden Fall auch ziemlich krass, ne? Ich mache jetzt YouTube fast sogar schon 2 Jahre lang. Und das, ja. Ey. Hallo, mach das weg hier. Danke. Weg damit. Wir müssen ja erstmal Schnee schütten. Aber ich liebe ja Schnee, ne? Also, nee, ist wirklich geil. Generell mag ich den Winter einfach am liebsten. Also Sommer, da schwitzt man nur. Muss ich dazu sagen, im Winter ist es halt relativ kalt, ne? Aber wenn du daran gewöhnt bist, ist es dann auch nicht wieder kalt. Ich muss aber wirklich sagen, Winter ist wirklich meine Lieblingsjahreszeit. Ich bin ja auch im Winter geboren, so ist es ja nicht, ne, also am 13. Januar. Und deswegen ist es dann nicht, also kann man vermuten. Weiß ich aber nicht. Bei euch ist tatsächlich gestern schon der 3. Advent gewesen, ne? Das wollte ich auch noch sagen. Aber für mich ist das tatsächlich heute, weil ich drehe ja die Videos immer einen Tag im Voraus. Und ja. Oder also ich habe erst 7% Schnee entfernt oder was? Ah ne, das aktualisiert ja gar nicht. Ja, Schneeschippen ist manchmal auch nicht geil, aber allein, dass es dann geschneit hat, ist geil, ne? Also ist ja relativ selten, dass es tatsächlich schneit hier bei uns. Also ich weiß nicht, wo ihr wohnt, aber bei mir ist es relativ selten. Okay, ich wohne auch in einem Dorf. Muss ich mal wirklich so sagen, ich wohne nicht in der Stadt. Aber ich ziehe bald in der Stadt. Dauert aber noch, denke ich mal, 2 weitere Jahre ungefähr. Da bin ich ja auch weg. Weil Dorf feiere ich nicht so tatsächlich, ne? Also, Stadt ist schon geiler, da sind mehr Leute und sowas. So. Haben wir das jetzt erstmal weggemacht, ne? Gut, laufen wir hier mal kurz zum Eingang. Ach, meine Güte. Machen wir hier mal den Müll weg. Wo soll denn hier noch ein 10% Müll sein?
Egal, wir schütten hier mal wieder alles weg. Boah, Junge, wie sieht das denn da drinnen aus? Ah, da ist der Müll. Entfernen, so. Einige Verschmutzung. Ja, das kann ich auch noch machen. Also, ich mache jetzt gerade alle Jobs geführt. Halt weg. Leute, ich würde mal sagen, ich mache mal hier kurz einen Cut, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das hier fertig gemacht habe. So, ich habe jetzt hier einmal Schnee entfernt und einmal die Verschmutzung gereinigt. Nicht wundern, warum was hier noch steht. Da oben ist ja noch mehr, deswegen. Gehen wir ja erstmal jetzt in dieses Gebäude rein und es sieht gar nicht so schlecht aus. Also, bestimmt geil, hier so ein bisschen was zu feiern. Wir machen jetzt hier erstmal alles weg. Übrigens, es ist ja auch House Flipper 2 rausgekommen. Ne? Habe ich gesehen. Eventuell werde ich da auch mal ein bisschen das spielen. Gegenstand verkaufen. So, Weihnachtsgirlande, wo ist die denn? Da. Gegenstand kaufen. Eins. Zwei. Der Missil. Der darf natürlich auch nicht fehlen. Packe einfach hier zwei so oben drüber. Ich habe keine Bock, die jetzt irgendwo anders hin zu platzieren. Komm, hier ist noch eine leere Wand. Zack. Lange Weihnachtskette, die packen wir hier schon schön über die Tür. Und einen Weihnachtsstern. Okay, den packen wir einfach hier drauf. So. Gut, dann können wir jetzt hier noch die Treppe ändern. Wie mache ich das denn nochmal? Treppe ändern geht nicht. Kann die Treppe nicht ändern. Irgendwie muss man die Treppe ändern. Ich weiß aber tatsächlich gar nicht, wie gerade. Ah, hier. Okay. Ja, wie soll ich die ändern? Einfach in Schwarz oder was? Boah. Muss ja sagen, so sieht das geil aus. Verzierung, Details, ja, weiß, weiß. Weihnachtslämpchen. Erneuern. So. Geil. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Gut, wir gehen direkt mal hier in das linke Zimmer rein. Gegenstand verkaufen. Erstmal hier die ganzen. Ganzen Müll hier erstmal entfernen. So. Räumen den Müll auf. Hier ist noch irgendwo Müll. So, Gegenstand verkaufen. Fahrrad. Das nicht, das nicht. Das. Und das. So. Dann einmal Wischi-Wischi machen. Gegenstand kaufen. Ein neues Fahrrad braucht er anscheinend. Boah, das ist aber auch ein geiles Teil, ne? So. Und dann platzieren wir die hier schön an die Wand. Bam, bam. So. Gut, haben wir diesen Raum hier auch fertig. Dann gehen wir direkt hier in das rechte. Okay, doch nicht. So, wir sind jetzt im Flur. Hier ist nix. So, hier ist Wohnzimmer. Okay. Räumen wir den Müll auf. Das mache ich doch gerne hier. Dafür bin ich angestellt. War eigentlich auch geil, so eine Reinigungskraft zu Hause einfach zu haben, falls einfach keine Zeit dafür hat, das alles selber wegzuräumen, ne? Aber muss natürlich auch Geld investieren darin, ne? Oh, hier ist auch noch Müll. So. Gehört es ja auch noch zum Wohnzimmer, ja. So. Irgendwo hier ist tatsächlich noch Müll. Hä, wo soll denn hier noch schmutzig sein? Ah, hier. Reinige die Verschmutzung. Hier. Hier. Und da noch irgendwie. Jetzt ist meine hier fertig. Ah, hier irgendwo da oben ist noch schmutzig. Ah, jetzt. Jetzt müsste alles weg sein, okay. Machen wir den Müll auf. Ja, hier ist noch Müll. Und da ist noch Müll. So, jetzt noch 3%. Ja, fertig, endlich. Weg hier. Das hier auch verkaufen? Nö. Adventskranz. Ah, hier.
Das weg. Kerzenhalter, Bruder? Soll denn hier ein Kerzenhalter sein, Junge? Bam, 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 hier muss nichts weg. Gut, dann hier. Stuhl mit. So. Kamin, der kommt natürlich wieder dahin, wo er gerade war. Nämlich hier. So. Ja gut, mittig ist er jetzt nicht, ne? Aber ich lasse jetzt einfach so da stehen. Der hat nicht gesagt, wie mittig das oder so sein soll. Zack. Geschenk. Ne, ich brauche ja erstmal einen Baum, Junge. Ich brauche jetzt hier erstmal den Tisch. Der kommt nämlich auch wieder hier hin. So. Haben wir jetzt hier einen Stuhl oder was? Hier, Stühle, genau. Eins, zwei, drei, vier und hier fünf, sechs. So. Dann ein Bodenkerzständer, der kommt hier einfach hin. So. Dann ein Weihnachtsstern, den packe ich tatsächlich hier drauf. Zack. Dann Weihnachtsbaum, genau. Da kommen jetzt die Geschenke hin. So. Hier geht sogar raus. Aber hier draußen muss ich nichts mehr machen. Nee. Habe ich nämlich alle schon getan, tatsächlich. So, und jetzt kommen hier erstmal die ganzen Geschenke drunter. So, eins, zwei. Das platziere ich tatsächlich hier drauf. So. Ein rohes Geschenk. Oh, geil. Aber heute ist doch noch gar kein Weihnachten. Warum kommt jetzt schon hier sowas hin? So. Warum kommen jetzt schon die Geschenke hier hin? Eigentlich ist es ja Weihnachten am 25. tatsächlich, ne? Aber hier in Deutschland feiert man das schon am 24. Ah, ist schon. Okay, Kerze groß. Kann der nicht da draufstellen oder was? Was ist hier für ein behindertes Stück? So. Ein, zwei. Warme Kerze muss halt da hinten bleiben jetzt. Pralinschachtel. Kommt mal dahin. Warum springe ich? Wer geschenkt dich, packe ich jetzt nach dahin. So. Ich spreng schon wieder. Äpfel, die platziere ich einfach hier. So, zack, zack. Deko-Sterne. Ah, man kann die hier so anhängen. Gar nicht mal so übel. So. Sind hier so Weihnachtssterne dran. Boril, die sehen eigentlich ganz geil aus, ne? Und die platziert man jetzt an der Wand, oder was? Junge, wo zur Hölle muss das dran? Ah, hier. Wo kann ich das denn noch hinbauen? Da, da. So, Weihnachtsstern. War's das jetzt hier mit diesem blöden Raum? So, mit dem Wohnzimmer hier. Gehen wir mal jetzt tatsächlich hier rein. So, ich mache die Tür hier mal auf. So, hier sind wir jetzt drin. Und räumen hier mal auf. So. Das Bett mache ich natürlich auch. So, räume den Müll auf. Hier ist noch irgendwo Müll. Aber was ist das denn? Ah, die Pflanze. Gegenstand kaufen. Und ich würde sagen, ich mache mal kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das hier gebaut habe. So, ihr seht schon, hier habe ich jetzt alles einmal gemacht. Hier einmal die Sterne. Hier dann einmal das hier alles hingepackt. Und ein Baum. Hier so ein Lebkuchen-Dingsbums. Ja, Weihnachtsgudel. Und ja, das war's mit diesem Raum. So, machen wir mal hier den Flur jetzt weiter. Beziehungsweise das gehört noch zum Zimmer. Oder was zur Hölle? So, räume den Müll auf. Wo ist denn hier noch Müll?
Ah, da. Hat er sich versteckt. Aber wo soll jetzt hier noch... Ah, hier. Bam. Reinigen die Verschmutzung. So. Gegenstand verkaufen, Weihnachtsgelande. So. Fenster reinigen. Ja, das könnte ich mal machen. Junge, das ist schon ein Riesenfenster hier. Oder ich sehe hier halt nichts, wo noch was ist. Ach, hier unten. So. Ja, jetzt habe ich es gereinigt. Leute, ich mache mal wieder einen Cut. So, Leute, ich habe jetzt hier einmal alles noch erledigt. Hier seht ihr jetzt einmal, was ich hier so gemacht habe. Dann seht ihr hier einmal, was ich gemacht habe. Ja. Und auch einmal hier in dem kleinen Bad. Und ja, das haben wir ja schon gesehen. Und jetzt gehe ich einmal hoch. Allerdings kann ich euch ja nicht immer alles in der vollen Länge zeigen, weswegen ich jetzt wieder einen Cut mache. So, Leute, ich habe jetzt hier einmal alles fertig gemacht, weil wir draußen ebenfalls den Schnee weggemacht. Irgendwie steht da noch reinige die Verschmutzung. Da muss ich nochmal später gleich gucken, wo das ist. Mache ich aber ausgehen, damit ich dann auch halt den Auftrag hier fertig habe. Hier habe ich alles einmal schön dekoriert. Und dann einmal hier noch das Badezimmer gestrichen, Wanddinger hier dran gemacht, Boden neu gemacht, ja, und dann halt hier alles neu gebaut. Und hier habe ich auch noch was gemacht. Ja, Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Like, Abo und Kommentar da. Ich gucke jetzt hier mal, wo noch dieses letzte Schneedingens-Gedöns ist. Ja, aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Kommentiert auch gerne dieses Video, das würde mich auch sehr freuen und tatsächlich auch supporten. Ja. Aktiviert die Glocke, damit ihr halt, wie gesagt, kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Sando. Ciao, ciao.